Ein herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Jetzt habe ich schon wieder meine Standard-Anmoderation genommen. So ein Mist aber auch. Kann man von vorne anfangen? Können wir. Will ich aber nicht. Warum will ich das nicht? Warum sollte man das halt nochmal von vorne anfangen? Nur weil man die Anmoderation verkackt, das ist völlig egal. So. Wir starten hier. Let's Part. Sind wir hier am Ende angekommen und da starten wir auch in diesem Part. Und wir haben noch was, ich habe was vergessen eigentlich. Ne? Hier sind noch ein paar Trainerkämpfe, die wir eigentlich noch machen sollten. Allerdings sind mir die Trainerkämpfe jetzt da unten völlig egal. Wobei, eigentlich nicht. Ne? Eigentlich möchte ich die auch doch schon holen. Ich meine, das sind ja immerhin drei Gegner noch. Glaube ich, ein paar paar Kämpfer noch, die wir noch nicht gemacht haben. Hier auf den Dingens. Und zumindest hier ist auch noch ein Ball. Ich habe gerade auf einen Haufen Pokémon langgezogen. Möchtest du sie sehen? Und nee, eigentlich weniger. Na gut, erfahrungsmäßig. Und wir wollen ja auch diesen Part auch noch zur nächsten Arena-Leiter gehen. Oh nein, ne? Nein, das ist der Gar. Oh nö. Da wechseln wir auf jeden Fall zu unserem Raichu. Ist ja wohl klar, ne? Ist ja wohl klar. Im letzten Part haben wir Zapdos gefangen. Ein sehr starkes Pokémon. Und ich habe mich drüber sehr drüber aufgeregt, wie die Steuerung hier im Spiel ist. Dass man gezwungen ist, mit den Joy-Cons zu spielen. Oder den Pokéball Plus. Oder... Was war das noch? Oder im Handheld. Wobei es doch eigentlich voll easy ist, das Spiel auch auf dem Pro-Controller zu unterstützen zu lassen. Finde ich. Also ich würde jetzt nicht hier von Schwierigkeiten sprechen. Hauptsache, ich muss nicht so dumm werfen. Natürlich holt er jetzt hier gerade der Karpados raus, ne? Ist ja klar. Der Part muss auch gestreckt werden. Schon am Anfang. Naja, Erfahrung ist Erfahrung, ne? Die nehme ich hier mit. Die gönne ich mir noch. Nicht viel, aber die gönne ich mir noch. Und dann geht's auch gleich zum nächsten Orden, ne? Freut ihr euch? Zum letzten Orden. Ich freue mich. Mal sehen, was da so passiert. Nee. Ein Karpador ist gegrillt ohne Ohr. Das ist auch selber ist auch ohne, wenn das nicht gegrillt ist, ohne Ohr, ne? So, und komm, das jetzt gerne ins Gras beißen. Selbst empfehlen. Wobei, hier ist kein Gras, ne? Löffel abgeben, du hast ja keine Hand. Die Radieschen von... Nee, hier wachsen auch keine Radieschen. Ich weiß nicht, was du tust. Verrecken, ja. Verrecken. So, das war's mit deinem letzten Karpador. Du Profi-Angler, du. 100 Erfahrungen, ne? Mit einem Team aus lauter Karpador muss man schon ein richtiger Optimist sein. Ja... So ein bisschen. Du bist halt wirklich... Der Trainer war halt echt nutzlos. Hat uns nur die Part gestreckt. Was haben wir denn hier? Ein Hypertrank. Ja, es ist genauso nutzlos wie du. Naja, nicht ganz nutzlos. Wir haben im letzten Part schließlich ganz viele davon gebraucht. Missbraucht, wollte ich gerade sagen, aber das ist das falsche Wort dafür. So, hier ist der nächste Angler. Beziehungsweise... Oh. Lass mich raten. Du fragst mich ja bestimmt gleich, ob schon was angebissen hat, oder? Nö. Eigentlich ist mir das scheißegal. Ich will einfach nur gegen dich kämpfen. Ahmed. Zeig her, was du kannst. Oh, Simon. Ein Simon. Ich habe vergessen, Raichu an der Spitze zu tun. Wechseln wir kurz mal aus. Jo. Hydropumpe. So, so.
Ach ja, wir haben ja im letzten Part auch Donner gefunden, ne? Könnten wir eigentlich gleich schon geben. Könnten wir eigentlich mal geben, ne? Ein Garados. Ja, wow. So, Donnerblitz. Weg gemacht. Sehr schön. So, da haben wir nur noch die Trainerkote hier. Mittag ging mächtig daneben. Nur noch die hier. Und da haben wir alles auf der Route ja auch. Hey, du, da bist du zufällig so unterwegs zur Zinnoberinsel? Ja, eigentlich nicht. Willst du dich ein bisschen von mir coachen lassen? Hab gerade nichts zu tun. Gleich, wir kämpfen. Meine Pokémon werden sich übelst Mühe geben. Wirst schon sehen. Sehen. Übelst Mühe? Wer redet denn so? Meine Pokémon werden sich übelst Mühe geben. Oh, ein Mashok. Oha. Oha. Es wirkt aber ganz schön klein, wenn das so neben ihr steht, ne? Dann war ein Steinhagel. Ah, nicht so sonderlich stark, ne? Oh, oh. Naja. Oh, Drachenpuls oder so? Ja, wir haben auch Drachenpuls. Auch nicht sonderlich stark. Das kannst du überhaupt, Aerodactyl. Das kannst du überhaupt. Verrecken, das kannst du. Okay. Ja, gut, beim Volltreffer. Nicht ungewöhnlich. So, Hypno, beziehungsweise Cornel. Zeig, was du kannst. Du kannst Psystrahl und Psychokinese. Wir haben schon andere Viecher aus deiner Art fertig gemacht, Mashok. Wag es nicht. Ein Rosana ist Eis, ne? Wobei ist auch Psycho, bleiben wir dabei. Denn wir haben mit unseren Cornel haben eine Attacke, die gut gegen Psycho ist, mit Spukball. Der Geisterattacke. Hätten wir Ränkeschmied noch eingesetzt, wäre wahrscheinlich One-Hit, ne? Aber reicht auch, kann man ja auch zweimal einsetzen, ne? Ich meine, das kommt auch dasselbe hinaus. Von der Zeit her. Ein Kangama. Und Kangama Kind. Was für ein Typ ist das? Boden? Oh. Hörst du wohl auf damit? Wir setzen mal hier Spukball ein. Das hat keine Wirkung, okay. Keinerlei Wirkung. Gegen Boden oder so, ne? Ist Kangama für Typ Boden oder normal? Ich habe keine Ahnung. Heftig, einfach krass, du bist übelst stark. Okay. Boah, bist du ein krasser Trainer. Dafür hast du dir was übelst Cooles verdient. Okay, wie redet die denn? Ich sehe, danke. Die ist voll effektiv gegen Drachen- und Pflanz-Pokémon. Okay. Gut, dann auf zum Mutter. Und dann fordern wir die nächste Arena da raus. Deal oder? Oh no, Deal. Deal, ne? Würde ich auch sagen. So, Alabastia. Yeah. Mutter, die immer in der Küche steht, heile mich mal bitte kurz. Danke. Und tschüss. So, auf dem Weg nach Fetania City. Auf dem Weg, auf dem Weg, auf dem Weg, auf dem Weg. Ey, ich kann fliegen. Auf
dem Weg nach Fetanias. Der Junge wahrscheinlich auch so gedacht. Alter, der hat voll Angst vor den Taubsi. Wir heilen uns hier unsere Pokémon, damit wir, wenn wir verrecken, dass wir hier nochmal landen, genau. Ich glaube früher, ich weiß nicht, ob es genau in der Edition nochmal so ist, wenn man irgendwie stirbt, dass man zum letzten Pokémon, also nicht stirbt halt, ne, ihr wisst schon, wenn man besiegt wird, dass man zum letzten Pokémon Center gebracht wird, weil man in Ohnmacht fällt. Weil, wie ihr wisst, ohne Pokémon plötzlich, da wirst du halt ohnmächtig, wenn du besiegt wirst, ne? Passiert halt schnell. Und irgendjemand bringt dich schon dahin. Und wenn es die olle Liese ist, die du nicht magst. Irgendjemand bringt dich da wohl hin. Verschlossen, wie es gedacht. Aber warum? Sesam, öffne dich. So wird das nichts. Huch. Hey Miku, sag doch was, anstatt mir dabei zuzusehen, wie ich mich jetzt im Wampelbahn mache. Das machst du auch ohne, wenn ich dabei ohne, ja, egal. Aber ist ja auch nicht so wichtig. Verrat mir lieber, wie viele Orden du dir schon erkämpft hast. 7? Damit liegen wir Kopf an Kopf. Fehlt bloß in die Arena von Fatania City. Aber aus irgendeinem Grund ist sie nie offen. Wir müssen jemanden finden, der uns sagen kann, warum wir nicht in die Arena kommen. Fällt dir jemand ein, der uns helfen könnte? Der alte Mann da. Nee, bitte. Ich weiß wohl gar nichts. Natürlich nicht. Sorry. Da müssen wir uns nochmal durch den Kopf gehen lassen. Pikachu. Aha, meinst du? Okay, ich habe kein Wort verstanden. Ach man, müssen wir echt zum Professor Eich zurück? Okay, Professor Eich. Natürlich, wer sonst? Los, machen wir uns auf die Socken. Ich weiß davon gar nichts. Sie waren wie cool und Klaus ist auch dabei. Ihr wirkt beide so viel erwachsener als bei unserem letzten Treffen. Und ihr kommt genau zur richtigen Zeit. Lass mir euch jemand vorstellen. Das hier ist mein Enkel. Wie war noch gleich sein Name? Komm schon, Opa, das war noch nie witzig. Außerdem kenne ich die beiden schon längst. Nicht mal ein kleines Späßchen darf man dir erlauben. Du und dein Späßchen. Aber lassen wir das. Viel wichtiger ist, ihr beide habt endlich 3 Verletzungen abgeliefert. Na, die Sache mit Team Rocket. Wer hätte gedacht, dass der Boss sich höchstpersönlich in der Sylph Company rumtreiben würde und ihr beide habt ihn zur Strecke gebracht. Ja. Naja, um ehrlich zu sein, hat Miku Xie die ganz alleine um Giovanni gekümmert. Ich habe nur hier und da etwas mitgeholfen. Na wenn schon, du hast dich trotzdem nicht richtig reingehängt, Klaus. Also, das schreit für mich gerade nach einer Belohnung für euch zwei. Ich erhalte einen Schlüsselstein und danke. Oho, ein Schlüsselstein. Damit lässt sich bei einigen Pokémon eine sogenannte Mega-Entwicklung auslösen. Das ist eine besondere Art der Entwicklung, die über die herkömmliche Entwicklung eines Pokémon hinausgeht. Eine Mega-Entwicklung? Da habe ich ja noch nie gehört. Mit Hilfe von 2 bestimmten Steinen, ein Schlüsselstein und ein Megastein, kann ein Pokémon einmal pro Kampf eine Mega-Entwicklung durchführen. Pokémon werden stärker, um mit noch mehr Einsatz für ihre Trainer kämpfen zu können. Die Mega-Entwicklung ist also ein Ausdruck der tiefen Bindung zwischen Trainer und Pokémon. Dazu fällt mir ein Gedicht ein. Schlagen 2 Herzen im Takte so reine, gepaart wird der Zauber beiderlei Steine. So wird mit Getöse in all ihrer Macht die Kraft der Mega-Entwicklung entfacht. Okay. Cool. Genau. Hier, ich habe noch was für euch. Ihr könnt auch sicher was mit diesen Megasteinen anfangen. Ich halte ein Bisafluornit, ein Chloragnit X, ein Chloragnit Y und ein Turtognit. Euer Ziel ist doch die Pokémon-Liga, stimmt's? Dann könnt ihr sie ja mal ausprobieren. Stimmt, ja. Ich hätte gerne ein Dingensnit. Ein Aerodactylnit. Oder ein Klausnit. Oder ein Pikachu-Nit. Sagt mein Team. Das Team sagt voll, ne? Wobei ich aber jetzt gerade, ganz ehrlich, ich würde lieber gerade einfach mal aus Sicherheit Karakugel nach vorne tun, ich weiß auch nicht. Was ist los, Pikachu? Hä? Was ist los? Oh, Pikachu. Interessiert dich, was ich hier mache? Ich pflücke Blumen. Später werden sie zu einem hübschen Strauß binden und einem Menschen schenken, der mir sehr wichtig ist. Okay. Das ist ein Geheimnis, bitte behalte es für dich. Hast du schon was Neues gehört? Der Arena der von Fatana City ist wieder da. Das freut dich doch bestimmt, oder? Du sollst gleich mal in die Arena vorbeischauen. Na los, ab mit dir. Pikachu, es sind nur fucking PNG-Dateien. Lass es, Pikachu. Lass es. Wir haben zu tun. Wir müssen den letzten Arena herausfordern. Und dafür können wir uns nicht um Blumen kümmern oder um kleine Kleinigkeiten.
die so klein sind, dass sie unnötig sind. So. Der alte Mann weiß natürlich von nichts, ne? Wir gehen jetzt rein. Hau die Zuckerwürfel, wie geht's Ihnen stets? Die Identitätsarena des von Fatana City kenne ich nicht einmal ich. Aber eins weiß ich. Dank deiner 7 Arena und hast du das Zeug dazu, die Arena herauszufordern. Alles, was ich noch dazu sagen kann, ist, dass er stärker ist als alle Trainer drin. Du bist sehr. Blablabla. Ich rede so schnell, ich weiß. Ach ja, und die Trainer hier setzen wohl gerne Boden-Pokémon ein. Und ich weiß nicht mal, ob ich was gegen Boden-Pokémon habe. Dann ist Raichu auf jeden Fall an dieser Stelle nicht gut. So. Das haben wir schon mal, ne? Hallo. Die Arena von Fatal City war lange Zeit geschlossen, aber jetzt ist unsere Arena zurückgekehrt. Ab heute ist sie wieder eröffnet. Danke, ich würde mal sagen, die Arena machen wir ja auch ganz bis zum Ende, ne? Richard. Ein Nidoking. Boden. Was ist stark gegen Boden? Pflanze auf jeden Fall nicht. Ah, Erdbeben. Oh. Was ist stark gegen Boden? Ich bin mir halt sowas nicht. Bei Boden bin ich mir halt immer unsicher. Egal was kommt, bei Boden. Ich bin so unsicher bei Boden. Ist gegen Boden normal stark? Mach halt so viel Schaden, wie du willst. Mach das. Wir werden es auf jeden Fall sehen, was stark gegen Boden ist in dieser Arena. Müssen wir halt lernen, ne? Muss ich halt lernen. Ich bin kein Pokémon-Meister. Ich hoffe, das wird ja auf der langen Zeit hier, die ihr mir in diesem Let's Play verfolgt, auch gesehen. Bravo, du entsprichst unseren hohen Erwartungen. Ja, danke für die Pokédella. Ich bin halt kein Pokémon-Meister. Kein Profi in Sachen Pokémon. Dementsprechend weiß ich auch nie. Ich versuche es mir natürlich zu merken. Aber ich weiß nie, was stark gegen Boden ist. Das kann ich mir echt nicht merken. Pflanze ist es schon mal nicht. Wie wir gelernt haben. Huch, da war ja, ist ja auch einer. Mist. Ach ja, wir müssen... Ja. Allein mal Anblick, lass deine Pokémon erschaudern. Findest du? Nimm einen Lolli in der Hand, ne? Ein Nidorino. Gut, da gucken wir mal, ob eine normale Attacke stark gegen den Boden ist. Aber Nidorino ist Gift, ne? Gift normal. Oh, also kann man es hier auch nicht gucken. Oh. Klar ist das. Hornbohrer, yo. Digga, ist okay. Ein Rihorn. Ja, ist ja Gestein, ne? Ist ja klar, das ist Wasser. Aber ich wollte ihm eine andere Attacke wieder beibringen, statt Hydro-Pumpe. Habe ich auch vergessen zu machen. Machen wir gleich nochmal. Machen wir gleich schnell. Weil Hydro-Pumpe ist was stark. Allerdings hat zu wenig AP. So war es aber nicht geplant. Deine Pokémon kringeln sich ja voll Lachen. Würde ich nicht sagen. War das jetzt? Da, Tierenbox. Was für Wasserattacken haben wir denn? Fizide Wasser. Hat 15, das ist schon mal wesentlich besser. Benutzen wir das lieber.
Anstatt Hydropumpe. Meine Hydropumpe können wir jederzeit wieder erlernen. So ist das nicht. Aber da habe ich lieber eine Wasserattacke, die ich öfter einsetzen kann. Anstatt nur fünfmal. Gut. Geht's nach oben. Ein wirklich starker Trainer zeichnet sich aus, durch seine elegante Art zu gewinnen. Okay. Findest du. Henrike. Was hast du denn so? Ein Lidoqueen. Ist das Boden oder ist das nicht auch Gift? Egal, einfach Flammenwurf. Einfach rösten. Oh, die machen die alle mit ihren Erdbeben, ne? Alter. Ja, dann werden wir Treiber jetzt sterben. Oder wir machen einen Bodycheck, um zu testen, ob das stark gegen Dings ist. Na. Okay, gut. Tschüss, Treiber. Oder ist Flug stark gegen Boden, weil da habe ich keine Flugattacke. das ist denn doof. Kraftkoloss. Okay. Wir gucken gleich mal, ob wir eine gute Luftflugattacke haben. Ich habe den Halt verloren. Ja, ist selber schuld. Wir gucken jetzt mal, ob wir eine gute Flugattacke haben. Im Beutel. TM-Box. Flug. Fliegen. Ja gut, Garados hätte er hätte fliegen gelernt, ne? Dann bringen wir jetzt nur noch bei. Was soll's, ne? Was können wir denn stattdessen wegmachen? Knirscher, Drachenpuls. Steinwurf, würde ich sagen, ne? Ja, komm, weg damit. Dann heilen wir unsere Pokémon einfach mal. Top-Beleber würde ich mir die vielleicht für die Dings aufbewahren. Und ja, heilen halt, ne? So, Hypertrank. Und Aerodactyl einmal. So, dann das Team bitte. Einmal Aerodactyl nach vorne. Ich habe das Gefühl, als wenn Flug stark gegen Dings ist. Weil Flugattacken habe ich noch nie in diesem Let's Play eingesetzt. Dementsprechend werde ich sehen. Oh, wir müssen da unten. Ach so, ja, wir müssen jetzt einmal die Arena da, glaube ich, verlassen. Nach diesem Kampf hier. Hey, so langsam geht mir die Luft aus, was? Geht mir die Luft aus? Nee. Eigentlich nicht, du. Hideo Kojima. Mit seinem Dicktree. Boden. Gut. Passt ja perfekt, um die Fliegen ausprobieren. Kampf. Fliegen. Mal sehen, wenn das jetzt nicht einbuddelt, ne? Oh. Das war ein Volltreffer. Ich weiß jetzt nicht, ob das effektiv war. Ja, gegen Rihorn, da wechseln wir auf jeden Fall das Pokémon. Das bringt ja auch nichts, ne? So, Rihorn ist. Machen wir mit Siedewasser fertig. Das bringt ja sonst auch nichts.
Weil das ist ja Gestein. Ist Rihorn Gesteinboden oder rein Gestein? Das weiß ich nicht. Mir sind die Pokémon ausgegangen. Ja. So ist das Leben, du. Hier liegt ein Item. Was haben wir denn hier? Wir haben einen Beleber. Sehr schön. Und wir pflanzen einmal die Arena und gehen auch direkt wieder rein. Weil sonst kommen wir nicht weiter. Der eine blockiert den Weg. So, Moment. Weil der blockiert eigentlich gar nicht gelegen. Wir müssen ja eigentlich. Wir hätten auch locker hier lang gehen können. Naja, egal. Ich bilde mir beim Pokémon eine extrem effektive Einheit. Dann zeig mal, was du so extrem machst, mein lieber Jörg. Ein Sandama. Oh. Boden-Pokémon. So, mal gucken, ob er Aerodactyl mit der Flugattacke was gegen dich ausrichten kann. Ja, schützt die halt ruhig selber. Mir egal. Und dann sehen wir mal, ob das stark ist gegen Boden-Pokémon. Nö, normal, ne? Irgendwie macht das normalen Schaden. Ach, egal. Wir machen einfach weiterfliegen und dann hat sich die Sache. Oder lag es daran, dass er Schutzschild eingesetzt hat? Oh, mein lieber Dude. Oh, ho, ho, ho. Der Part wird ein bisschen länger. Aus diesem Grund. Aus genau diesem Grund wird der Part länger. Oh, Alter. Wie ich sowas hasse. Deine Pokémon und du, ihr versteht euch blind, oder? Ja. Deine Pokémon verstecken sich gerne hinter dem Schutzschild. Das sind keine Pokémon, das sind Pussymons. Ja. Meine Güte. Hi. Ich bin der Karate-König. Bis hierher und nicht weiter. Ich besiegle dein Schicksal. Noch mehr Sprüche auf Lager, die du irgendwo abgelesen hast. Nicht? Okay. Shiro. Shiro bedeutet weiß. Also ist er Weißgurt. Aber er hat einen schwarzen Gürtel. Okay, das ist ja nur ein fucking. Oh. Das ist doch nur ein Georock, Mann. Komm, Drain, du machst das, ne? Du bist hier. Kommt er mit Georock an, ne? Glaub's nicht. Danke. Vielen Dank. Hier, bitteschön. Habe ich auch was für dich. Fängt mit B an und hört mit Asse auf. Tod ist die Antwort. Der Karate-König wurde entthront. Ich tue jetzt erstmal kurz. Terrain nach vorne. Und dann. Hier healen wir unsere Pokémon nochmal, Eile. Ja. Und dann geht's auf zur Arena-Leiter. Wie er da sitzt. Wie so ein Bastard, Alter. Was denkst du, wer ich bin?
Naja. Haha, willkommen in meinem Versteck. Hier wollte ich bis zu den Tag verharren, an dem T-Rock wieder auferstehen würde. Aber du hast mich gefunden, aber du hast mich gefunden und schon wieder durchkreuzt meine Pläne. Du lässt mir einfach keine andere Wahl. Letztes Mal habe ich mich noch zurückgehalten, aber doch heute kenne ich keine Gnade. Nun denn, auf ein neues. Werde Zeuge der Fähigkeit von Giovanni, dem größten aller Trainer. Yay, der größte aller Trainer, ich freue mich wirklich. So hart. Diktri. Wie das Viech wohl schlitzen kann, ne? Ist Boden aber auch eigentlich vom Wasser, ne? Wasser ist eigentlich stark gegen Boden eigentlich auch, ne? Oder täusche ich mich? Muss ja so sein, ne? Ein Rizaros, auch noch nicht gesehen. Sehr cooles Pokémon. Und hoffentlich jetzt ein totes. Ja, und ein totes Pokémon. Und Nidoqueen. Möchte Pokémon wechseln? Nein. Nidoqueen. Ja, gut. Knirscher? Nö, macht aber Schaden. Hat er noch zwei Pokémon, ne? Dieses und noch ein anderes. Ich glaube, das war Nidoking, ne? Was ist das hier für ein Kampf? Wer beißt mehr oder wie? Denk mal, Garados kann mehr schlucken. Das hört sich an. So, schön Level 50 erreicht. Ja, Nidoking. Möchte wechseln. Nö, bleiben wir mal. Nidoking sollten wir ja wirklich relativ schnell besiegen. Holen wir mal Siedewasser aus. Oh. Sehr effektiv. Okay. Das war's. Okay, das war hart, aber fair. Danke. Immer wieder gerne. Du hast gewonnen. Hier nimm den Erdorden als Zeichen meiner Anerkennung. Yay. Danke. Mit den Erdorden werden die alle Pokémon gehorchen, egal welche Level sie haben und wer ihr Originaltrainer ist. Er beweist, dass du zu einem beachtlichen Pokémon-Trainer herangewachsen bist. Damit erfüllst du die Voraussetzung, um dich der Pokémon-Liga stellen zu dürfen. Diese TM gebe ich dir ebenfalls mit auf den Weg. Erdbeben. Wenn du sie einem Pokémon beibringst, kann es ein mächtiges Beben auslösen und den Gegner damit großen Schaden zufügen. Ich habe sie vor langer Zeit hergestellt. Damals war ich hier noch Arena-Leiter. Also bist du es jetzt nicht mehr? Nach solcher Niederlage kann ich von meinem Untergebenen nicht länger erwarten, dass sie mir folgen. Team Rocket gibt es auf die heutigen Tage nicht mehr. Ich löse es hiermit auf. Okay. Alles, was ich bisher über Pokémons Wissen glaubte. Ich werde mein Leben als Pokémon-Trainer noch einmal ganz von vorne beginnen. Okay. Vielleicht sehen wir uns ja eines Tages wieder. Leb wohl. Ja, vielleicht. Cool. Wir haben Giovanni besiegt. Können wir auf den Stuhl setzen? Ich will jetzt nicht Arena-Leiter sein. Findest du dann nice, wie die Karte so im Hintergrund von Kanto ist? Gut, gehen wir raus.
alle 8 Orden. Nee, schlecht, Kollege. Mensch, damit habe ich echt nicht gerechnet. Ich meine, wer hätte gedacht, dass deine Pokémon-Arena mal als Unterschlupf für Verbrecher dienen würde? Okay, hör zu, so geht es nicht weiter. Ich lasse mich normalerweise so ungern auf irgendwas festnageln, aber die Leute hier wollen eh schon seit Ewigkeit, dass ich den Job übernehme. Jetzt habe ich mich lang genug gedrückt. Es wird Zeit, dass diese Stadt endlich wieder einen fünftigen Arena-Letter bekriegt. Aber heute kümmere ich mich um die Arena von Fatania City. Du machst das bestimmt gut. Aber selbstverständlich, wenn ein Supertrainer wie ich nach den Rechten sieht, hat die Kanto-Region nichts mehr zu befürchten. Also dann, Miku. Auf geht's zur Pokémon-Liga, die Top 4 warten auf dich. Folge einfach auf Route 22 westlich von hier und du kannst sie nicht verpassen. Lass dich ja nur nicht von irgendwelchen Titeln einschüchtern. Zeig ihnen, was du drauf hast. Mach ich. Aber das, meine Freunde. Sehen wir dann in den nächsten Parts. Und ja, bis dann. Hui, das war ein Kampf. Ich wollte ihn jetzt nicht herausfordern, aber ich dachte so, oh nee. Wir haben gerade einen Arena-Kampf hinter uns. Der Part geht schon lange genug. Und 36 Minuten, circa ein bisschen mehr. Und bis dann. Haut rein und tschüss.